Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ein sehr spontanes Video, ein sehr, sehr schnelles Video, denn ich werde jetzt zusammen mit euch auf den Justin-Livestream reagieren, denn er hat wirklich vor einer halben Stunde oder so gestreamt. Ich, Dulli, hab's natürlich nicht mitbekommen, sonst hätte ich so direkt aufgenommen, aber ich habe mir den Livestream jetzt zuschicken lassen, Freunde, und wir werden jetzt gemeinsam drauf reagieren. Es soll um die neue Uhr gehen, ich weiß leider jetzt schon, welche es ist, weil ich halt auch kurz schon reingeluschert habe, aber den Hauptstream, sage ich jetzt mal, habe ich jetzt noch nicht komplett gesehen. Und ja, Freunde, ich würde sagen, ich lasse jetzt alles in einen durchlaufen, kommentiere das einfach ein bisschen daneben bei. Ich blende euch den ganzen A jetzt hier ein. Und ja, Freunde, ich würde sagen, let's go mit dem Livestream von Justin zu seiner neuen Uhr. Ich bin gespannt, let's go. Okay, hier geht der ganze A jetzt also los. Was geht? Ey, wo kann ich denn sehen, wie viele Leute wir sind? Oh, sieht man ich nicht. Sehe das hier gar nicht, oder? Ah, doch, oben. Krass. Der wird halt so safe krasse Zuschauer bekommen. Ey, einfach 3000 Leute, das ist crazy. 7000, lol. 5000, okay. Lol, 8000. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen kurzsichtig geworden, deswegen muss ich so dran gehen, um den Chat zu lesen. Der Livestream-Boss. Digga, was die Leute auch direkt reinschreiben. Ja. Lol, 10.000. Alter, was ist das hier für ein übelster Hype? Einfach fast 10.000 Leute. 10.000 Leute in der Livestream. Moin. Also, ja, ich habe immer so. Es geht, Nick. 70, 60 Leute in meinem Livestream. Also, mein erster Instagram-Livestream seit 2 Jahren. 11.000 Leute, ja, moin. 11.000 Leute. 10.600 Leute, und zwar. Leute, ich zeige euch jetzt heute meine neue Uhr und ja, mit der Richard Mille, Alter. Wollte dazu kein extra Video so machen. Crazy, ey. Deswegen, also falls das hier der auf YouTube hochladen möchte, viel euch gestattet. Geil, und mir gestattet. Kurs geht raus. Ja, ich habe mir einen ganz kranken Traum verwirklicht. Ich war eben bei Marc und habe die Final abgeholt, weil der musste noch was Kleines dran machen, und ja. Sind einfach 15.000 Pietro Lombardi ist ja mal. Ich würde vorschlagen, ich hole mal kurz die Box. Pietro ist direkt am Start. Machen wir das Ganze zusammen auf. Er hat halt 17k, ey. Im Schlafzimmer dreht er das. Ah, moin erstmal. Moin. Ja, was ganz Besonderes hier heute auf jeden Fall. Und zwar seht ihr schon an der Box, es ist eine Patek. Digga! Sehr, sehr krass. Also, Digga, Retalk. Ich freue mich. Ich, unfassbar. Boah, ne. Nur kurz. Ich finde das so heftig, ne? Ohne Witz. Moin, stay hydrated. Ich habe kein Wasser hier, Digga. Ja, auf Unge angelegt. 20k. Ich bin eigentlich nie live, deswegen heute. Das habe ich auch gedacht. Ey, Retalk. Habt ihr schon einmal einen Livestream gemacht? Leute, ihr braucht mir keine Anfragen senden. Ich wollte jetzt hier niemanden anders einen Livestream haben, deswegen. So. Nautilus. Wir ziehen den Deckel ab. Da kommt uns hier schon so eine Samtverpackung entgegen von Patek Philippe. Ey, wir sind 20.000 Leute, ist das normal? Ich glaube normalerweise... Nein, das ist nicht normal, oder? Die genau. Leute weniger Livestream-Zuschauer, oder? Oh, Bro. Ey, Mann, das ist ja geisteskrank. Okay, ey, er hat 21.000 Zuschauer. Hier raus. Ich hoffe, es ist krank, aber sei gegönnt. In meinem tollen Schlafzimmer. Lutschen jetzt. Ja. Genau, einer schreibt schon in den Chat, Sonnenbrille anziehen. Ich kann es euch eventuell empfehlen, nee. Ich will nicht spoilern, aber nee. Haltet ihr parat? Nee. Okay, wir entfernen mal diese Samtverpackung. Achso, es geht noch nicht los, okay. Also, man weiß auf jeden Fall durch den Spoiler schon, dass da ja, ich war heute wieder beim Friseur, tatsächlich. Beim Barber. Beim Barber. Mehr Livestream-Zuschauer als Karl Aufrufe hat. No front. No front. Krank. Okay. Krank, es ist einfach eine Eisdauer. Ich muss selber ganz kurz gucken. Es ist einfach eine Eisdauer. Kennt ihr das, wenn in so Comics Leute klar. So eine Schatztruhe aufmachen und dann strahlt den so entgegen? Das ist hier gerade so, nur der Effekt kommt auf Instagram Livestream gerade nicht so rüber. Okay, also wir haben hier die Patek Box. Heftig. Und wir machen sie jetzt zusammen auf. Okay, vor 24.000 Zuschauern. Wow. Oh mein Zu Gott, was, Alter. sieht man das auf Livestream? Oh mein Gott, Digga. Ich schau jetzt mal ganz kurz raus. Einfach iced out Patek. Ganz wildes Teil. Nautilus, ey. Retalk, wie viel kostet die? 60, 70? Schreibt's in die Kommentare, so. Ich habe keinen Plan. Ja, wir haben hier einen Patek. Sascha, ich sehe Nautilus. Kreis aus. Oh, noch mit. Sind das so Baguettes da oben? Oder? Kelly schreibt, hier geht's blendend. Ja, Bro, wirklich. Sehr, sehr blendend. Also, das ist wirklich einige krank. Blessings. Ja, Jason schickt schon Augen. Krank. Diesen blaue Auge-Emoji in den Chat. Tatsächlich, Leute. Ich habe wirklich ein bisschen Angst vor Auge in letzter Zeit, weil fast was schief gegangen wäre, deswegen immer dabei. Digga, okay, Jungs, also da bin ich auf jeden Fall jetzt raus. Ey, Retalk, ich muss sagen, ich wollte jetzt nicht auf den ganzen Livestream reagieren, ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Ich muss sagen, geisteskrank, richtig geile Uhr, ich feiere sie todes.
Ich würde sie niemals tragen, weil sie mir, glaube ich, einfach nicht steht so mäßig. Aber geisteskrank, sehr, sehr heftig. Ich denke mal, ich lade den ganzen Bums jetzt direkt mal hoch. Und ja, Freunde, schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, was ihr von Justins Uhr haltet. Bis dann, ihr Hennen.